Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Ja. Er hat immer noch nicht die Fähigkeit, erlernt, glaube ich, sein Handy festzuhalten. Ich habe neuen Blogbeitrag. Ich möchte mal wissen, was der dann da postet, dass der einfach mit so einem Tweet oder so ganz viele Follower kriegt. Ich check es nicht. Kauft er sich die oder wie macht er das? Ich möchte auch sein Handy nicht neu machen. Bekommt er jetzt nicht mehr. Was macht sie? Yay, sie hat Stufe 2 erreicht. Was möchte sie? Okay, dann schreib halt neuen Beitrag. Meinetwegen, mach ruhig. Aber der Eiswagen. Schreib halt irgendjemand eine schöne Textnachricht. Hier, der Nancy. Hansel. Kann auch nur noch an sein Handy eigentlich denken. Haben wir einfach ganz oft hintereinander Block-App. Schreib halt einfach deinen Beitrag. Was ist eigentlich dein Problem da? Ja. Und er hat wieder sein Handy runtergeworfen. Wie er das halt andauernd schafft. Ich bin begeistert. Ich frage mich halt, dass sein Handy überhaupt noch geht. Das ist halt echt ein Wunder. 50 Anhänger. Oh, jetzt bist du auch noch so gestört. So. Jetzt bist du nur noch deine. Du möchtest jemanden kennenlernen? Und dein Blog-Thema ändern? Okay, meinetwegen, mach halt. Oh, irgendwer ist gestorben, während du dabei standst. Ist es? Ist es die Cornelia Kruse? Hey, mit denen kann man sich anfreunden. Ich habe noch nie ein Kind eigentlich von denen gekriegt. Das geht irgendwie. Wie es einfach keinen interessiert, so wirklich. Sie kommt so hoch. Ja. Passiert. Geschlecht weiblich möchte. Das ist ja eine Dating-App. Junge Erwachsene, da kannst du überraschen, aber vielleicht so kokett oder sowas. Kokett. Jamie Scholina. Oh, und die ist auch gleich dann bei uns. Und sie ist ein Vampir.
Oh, ein Mensch stirbt und ein anderer wird geboren. Wie süß. Jetzt bist du wohl schwanger. Hm? Okay, reagier einfach nicht dazu. Denk dir einfach so, okay. Aber es gibt ja eigentlich nicht so Apps, also ich habe schon gesehen, dass es so Apps gibt, dass man halt so seine Merkmale eingeben kann und wie man halt so ist und dann findet man da den richtigen Partner, aber ich glaube halt nicht, dass das wirklich so funktioniert, irgendwie, keine Ahnung. So ein schöner Hirsch. Streichle ihn mal, renn ihn hinterher, komm. Spannender ist dein Handy, glaub mir. Die Jamie kommt, glaube ich, heute nicht mehr. Du kannst ihn auch beobachten. Ich glaube, dann macht er dir nichts. Ja, wenn du schreist, dann... Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das Beste, wenn man hier sieht und den anschreit. Schau, er frisst gerade Gras. Ja. Da du irgendwie zu doof dafür bist, lass das einfach mal. Da kommt nämlich noch ein zweiter. Und du wolltest das Thema deiner Blog-App ändern. Persönliches Kritiken. Ja, Blog-Thema ändern. Ja. Wir vergessen es jetzt einfach. Wir machen hier nichts mehr mit dem Handy. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ein Fitnessgerät kaufst du dir auch nicht. Du hörst auch auf mit der Scheiße hier. Weißt du, du bist schwanger und trainierst, das ist halt nicht so. Also ich meine, jeder das seine, aber ich würde jetzt halt keinen Hochleistungssport machen, während ich schwanger bin. Ich würde, glaube ich, total, wenn ich schwanger wäre, ich wäre total so, oh mein Gott, könnte das mein Kind schaden? Und würde über alles fünfmal nachdenken. Ein Schwangerschaftsbuch lesen, das ist doch mal eine gute Idee. Kauf mir täglich morgen eins. Wir haben nicht mal ein Kinderzimmer, fällt mir gerade ein. Ups. Wo soll das Kind schlafen? Hier im Gang? Nicht mal so eine schlechte Idee, wenn ich länger drüber nachdenke. Vergiss dein fucking Handy, okay? Vergiss es. Du hast ein kaputtes Handy. Dein einziger Wunsch sollte sein, ein heiles Handy zu haben. Aber das steht dir nicht mehr zu. Soll ich mal arbeiten? Nicht so. Du, ja, du bist schwanger, du arbeitest jetzt erstmal überhaupt nicht. Ja, die Nächte, wie spannend. Stehst du auf? Ich habe eine Idee, woher du Geld bekommst. Also, dass du Sachen bekommst, Möbel. Aber ich weiß nicht, ob du damit so einverstanden bist. Das kannst du dann auch lesen. Und oh, er hofft, ein Mädchen zu bekommen. Wenn ich ein Kind haben würde, würde ich auch ein Mädchen wollen. Und für Vorsagerin, da gehen wir nicht hin. Ich habe eine Idee, wie wir an Geld kommen. Und zwar, hinter dem Restaurant gibt es Container. Du machst jetzt Mülltonnen tauchen. Das ist deine einzige Möglichkeit. Okay. Wir sehen... Nein, wir haben noch 6 Sekunden. 6 Sekunden haben wir noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder.
von diesem Strahl. Bis dahin, tschüss.